Wir befinden uns jetzt an einer der schwierigsten Strecken im Rennkalender. Willkommen im Klassiker zum Formel 1 Qualifying in Monaco. Du solltest ohne Probleme in die nächste Session kommen. Geh es also nicht zu hart an. Okay, wir ändern dein Setup. Unter den aktuellen Bedingungen empfehle ich die Regenreifen. Thank you.
Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. So, es bleiben noch 2 Minuten in dieser Session und bis jetzt sind wir zu langsam. Wir brauchen eine schnelle Runde oder wir sind raus aus dem Qualifying. Der Starkregen zieht in etwa 5 Minuten vorbei. Danach fahren wir in Bedingungen mit leichtem Regen. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird.
So wechselhaft wie es momentan ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. Charles ist auf der Pole. Er ist auf der Pole Position. Thank you.
Miguel sanfter mit... Sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Wir sehen gerade einige schnelle Rundenzeiten. Die legen einen Zahn zu da draußen.
Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Was für eine Runde. Absolut fantastisch. Ich kann fast nicht glauben, mit was für einem Tempo du manche Kurve genommen hast. Daran erinnert man sich gerne. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Hamilton und Pierre Gasly. Mit dem Ende des Qualifying